Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bemühe mich auch, die Redezeit diesmal einzuhalten oder sie kürzer zu halten. Herr Kollege Paul, mehr entlarven als mit den letzten beiden Sätzen kann man sich auch in der Rede nicht. Eine Bauordnung, die nie in Kraft getreten ist, der zu unterstellen, sie hat dazu beigetragen, dass es eine massive Baukostensteigerung in diesem Land gibt. Also, ich meine, da braucht es jetzt nicht wirklich viel Grips, um sich da selber zu entlarven. Diese Bauordnung ist auch keine rot-grüne oder ideologische oder was auch immer Bauordnung. Sie sollten sich ja ein bisschen auch mittlerweile eingearbeitet haben. Eine Bauordnung, Landesbauordnung, wird alle 10 bis 15 Jahre im Landtag debattiert und auch entsprechend verabschiedet. Das war zu jeglicher Regierungskonstellation so. Und wir haben uns wirklich intensiv, also jedenfalls in den 7 Jahren, wo ich Parlamentarier war und entsprechend in dem Ausschuss, haben wir hier in mehreren, es gab zwei große Verbändeanhörungen. Wir haben hier im Plenum eine große Anhörung mit 40 Verbänden gehabt zur Landesbauordnung. Und natürlich gab es unterschiedliche Stellungnahmen. Und es gab Stellungnahmen, und das haben Sie auch eben völlig verkürzt in Ihrer Rede gemacht. Wie kann man das so darstellen? Also Sie waren ja nun auch da. Die kommunalen Spitzenverbände beispielsweise, Landkreistag, Städtetag etc. Da hat aber niemand gesagt, dass er diese Novelle, die Aussetzung der Novellierung unterstützt. Also wenn Sie das so darstellen und sagen, wir hatten hier eine Anhörung und nahezu alle Verbände haben das unterstützt, die zentralen kommunalen Spitzenverbände dieses Landes haben es eben nicht unterstützt. Und es ist doch, liebe Kolleginnen von CDU und FDP, natürlich ist es legitim, Sie haben die Landtagswahl gewonnen, stellen jetzt die Landesregierung hier, auch wenn es nur ein Sitz ist, Sie haben natürlich das Recht, eine Landesbauordnung zu überarbeiten und nach sozusagen Ihren Vorstellungen auch Schwerpunkte zu setzen. Aber wo liegt denn die Begründung darin, dass wir am 1. Januar ein einjähriges Moratorium bekommen und schon vor dem 1. Januar uns morgen früh die Ministerin ihre Reformvorschläge macht? Warum haben Sie das nicht in diesem Jahr oder Anfang des Jahres einfach gesetzlich gemacht, dass Sie an den Punkten, was ja legitim ist, an denen Sie Änderungsvorschläge zu der Landesbauordnung haben, Sie diese Änderungen entsprechend auch beschließen und ansonsten die Landesbauordnung in Kraft treten? Das haben uns doch gerade die kommunalen Spitzenvertreter ins Stammbuch geschrieben, dass sie sagen, es gibt eine massive Verunsicherung in unseren Kommunalverwaltungen, weil sich alle Bauämter, alle staatlichen Verwaltungen darauf eingestellt haben, dass diese Bauordnung kommt. Und jetzt ist doch die Frage beispielsweise bei Neubaugebieten, Stellplatzverordnung, wie viele Anschreiben haben wir in den letzten Monaten und Jahren bekommen aus kommunalen Verwaltungen, dass es einen neuen Stellplatzschlüssel braucht, dass für Neubaugebiete, dass es eine dringende Voraussetzung ist. Bauen mit Holz, das haben Sie eben so nonchalant hier gesagt, das ist doch für uns kein Problem. Die nordrhein-westfälische Landesbauordnung, die bestehende, ist die rückschrittlichste in der Frage Bauen mit Holz. Sie wollen doch immer entfesseln und Wirtschaftskraft steigern. Der Mittelstand ist im Bereich Bauen mit Holz stark unterwegs. Sie werden doch die Gespräche genauso mit den Verbänden und mit den Firmen, auch mit den Mittelständlern auch geführt haben. Diese Unternehmer warten dringend auf eine Landesbauordnung, die ihnen die Arbeit erleichtert, damit Genehmigungsverfahren laufen. All das ist in der neuen Landesbauordnung berücksichtigt worden und könnte in Kraft treten, wenn Sie denn die Landesbauordnung jetzt zum 1.1., wie es ursprünglich geplant war, in Kraft treten lassen würden. Ich billige Ihnen völlig zu, liebe Kollegen von CDU und FDP, dass Sie an einzelnen Punkten Änderungen vornehmen. Und ich bin mal gespannt, wenn wir hier eine Bilanz führen, das habe ich ja eben im Verkehrsbereich auch schon gesagt, wenn wir nach 5 Jahren Bilanz ziehen, ob denn Bauen sich so beschleunigt hat und vereinfacht und günstiger geworden ist. Weil wenn wir darüber reden, was sind denn die Faktoren, warum Bauen teurer geworden ist, dann ist doch das, was in der Landesbauordnung, also beispielsweise Abstandsflächen, jetzt vorgesehen wurde, nur ein kleiner Punkt von denen, die man aufführen konnte. Die ganze Frage energetische Sanierung bzw. energetische Aspekte, die haben doch gerade die CDU, die regieren doch seit 12 Jahren in Berlin. Wo bleibt die Novelle der NF beispielsweise? Das können Sie doch den Grünen nicht vorhalten, dass zu stark gedämmt wurde. Das hätten Sie doch in Ihrer Regierungszeit längst umsetzen können. Also, wenn man über Kostenaspekte beim Bau reden will, das kann man gerne machen. Und natürlich ist Bauen teurer geworden in den letzten Jahren. Da muss man aber alle Aspekte berücksichtigen. Dann kann man nicht sagen, die von der Vorgängerregierung auf den Weg gebrachte Landesbauordnung wäre nun an dieser Misere schuld. Die ist nämlich nie in Kraft getreten. Ich bin sehr gespannt, Frau Ministerin, was Sie da morgen früh vorstellen. Ich habe auch eine gewisse Hoffnung, dass da auch ein paar vernünftige Vorschläge dabei sind. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass Sie das zügig auf den Weg bringen, dass die ganze Landesbauordnung, dass es nicht wieder ein ganzes Jahr braucht, sondern dass man vielleicht eine Regelung findet, die breite Teile dieser Bauordnung auch mit Ihren neuen Vorschlägen
so auf den Weg kommen lässt, dass wir im nächsten Jahr eine rechtssichere Lage haben und damit die Notwendigkeiten, die wir haben, nämlich schnellen Wohnungsbau, Mietwohnungsbau unter den verschiedenen Aspekten, dass das zügig in Kraft treten kann. Ich bin gespannt auf Ihre Vorschläge. Danke für die Aufmerksamkeit.